Herr Bundeskanzler, ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre persönliche Unterstützung, für Ihren persönlichen Einsatz, aber auch für die wirklich sehr starke Unterstützung der Bundesregierung. Und ich danke auch allen Bürgerinnen und Bürgern von Österreich für die Solidarität und diese Hilfsbereitschaft für auch alle Ukrainer. Ich erinnere mich sehr gut, Sie waren einer der ersten von Regierungschefs, als Sie den Präsidenten wenige Stunden nach dem Überfall angerufen haben. Sie haben ganz klar zugesagt, dass die Bundesregierung, dass Österreich an der Seite der Ukraine stehen wird. Und auch diese Hilfe, das ist auch die Umsetzung Ihres Dialogs mit dem Präsidenten der Ukraine. Und diese Hilfe ist sehr, sehr wichtig, weil wir sehen jeden Tag, wie brutal Russland gegen die Ukraine, gegen das ukrainische Volk agiert, mit Artilleriebeschüssen, mit Tötungen, mit der Zerstörung der zivilen Infrastruktur. Ich sage, das ist wirklich ein sehr, sehr brutaler Krieg mit vielen, vielen Kriegsverbrechern. Und Sie waren auch einer der Ersten, der in Bucha war. Und Bucha ist stellvertretend für alle Gräueltaten Russen in der Ukraine. Und wir wissen leider nicht, wie viele Butchers in der Ukraine noch gibt, weil der Krieg dauert weiter. Aber eines, was ich hier sagen will, neben ich mich auch bedanke, aber ich sage Ihnen, wir, die Ukrainer, wir kämpfen weiter, weil wir kämpfen für unsere Freiheit, für unsere Zukunft. Es gibt keine andere Alternative. Wir sehen, dass Russland überhaupt kein Interesse hat an irgendwelchen Verhandlungen bis jetzt. Da bleibt es uns eines, wir werden auch weiterkämpfen, bis wir unser Territorium befreien. Es ist möglich, aber dafür brauchen wir die Hilfe, weil wir kämpfen für die Freiheit der Ukraine, aber wir kämpfen auch für die Freiheit von Europa. Und ich bedanke mich nochmals, dass die Bundesregierung, dass Sie persönlich uns unterstützen, wirtschaftlich, humanitär. Ich bedanke mich bei den allen Österreichern, Österreicher für diese starke Solidarität, Hilfsbereitschaft. Das gibt uns Mut, das ermuntert uns, weiterzuhelfen. Und es ist wichtig, dass die Ukraine nicht weiterhin mit den Partnern bleibt. Und wir werden gewinnen. Ich danke Ihnen. Vor allem möchte ich sagen, dass die Sanktionen sind dringend notwendig, auch die weiteren Sanktionen, weil das ist die sehr effiziente Möglichkeit, die Kapazitäten für Putin zu reduzieren, dass er diese Kriegsmaschinerie weiter unterstützt, dass er keine Mittel mehr hat oder weniger Mittel hat, den Krieg, den brutalen Krieg gegen die Ukraine zu führen. Es ist wichtig, dass die EU weiterhin die Solidarität und auch die Gemeinschaft zeigt, was die gemeinsame Agieren betrifft, gemeinsame Agieren von der EU. Wir verfolgen natürlich, dass es nicht leicht ist, wenn das jetzt mal um das nächste Paket der Sanktionen verhandelt wird. Aber es ist wichtig, dass die EU weiter zusammenhält. Und ja, wir sagen aus der Sicht der Ukraine, ich kann sagen, die weiteren Sanktionen sind wichtig, weil das ist wichtig, dass wir durch die Schwächung vom putinischen Regime, immerhin jeden Tag bekommt Putin mehrere hundert Millionen Euro von den Exporten, dass er geschwächt wird, dass er kein Interesse mehr hat, den Krieg weiterzuführen, die zivile Bevölkerung zu töten, Infrastruktur zu zerstören. Und deswegen gehen wir davon aus, dass die EU weiterhin Möglichkeit finden wird, um den Druck, auch durch Sanktionen, den Druck auf Putin zu verstärken. Ich verstehe, die Sache mit Gas ist nicht einfach, aber letztendlich, es geht um die Verteidigung der Werte, Verteidigung auch der Freiheit in Europa. Es geht um Sicherung hier, um die Sicherheit in Europa. Deswegen, ich hoffe sehr und ich bin auch überzeugt, dass die EU hier wirklich weitere Schritte findet, um Druck auf Russland auszuüben.